Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. In der heutigen Folge gehe ich einmal der Frage nach: Deutschland, wie geht es weiter? Deutschland, wie geht es weiter? Wir haben November 2022. Wir waren das erfolgreichste Industrieland Europas. Wir hatten die besten Autos der Welt. Die haben wir eigentlich auch immer noch, aber demnächst darf man sie nicht mehr fahren, weil ja irgendwie 2035 sollen ja nur noch E-Autos fahren. Wir hatten den besten Maschinenbau der Welt. Wir waren führend in der Kernkraft. Und heute? Heute sprechen wir darüber, dass wir kalt duschen sollen, weil wir zu wenig Energie haben, dass wir im Winter möglicherweise unbeheizte Wohnungen haben werden, dass Strom rationiert werden muss. Wir sprechen über die Blackout-Gefahr und über einen noch jahrelang andauernden Energiemangel. Und wenn man mal zurückdenkt an den September 21, bis dahin schien die Welt ja noch in Ordnung und Energie war jederzeit in jeder gewünschten Menge und damals auch noch relativ bezahlbar zur Verfügung. Ja, die Energielücke ist da. Hier die Grafik, die kennen Sie schon. Das ist der Primärenergieverbrauch Deutschlands Ende 21. 27% davon sind Erdgas, das eben zur Wärmeerzeugung, zur industriellen Produktion und zur Stromerzeugung benötigt wird. Und davon 55% waren russisches Erdgas. Und Europa hat im August diesen Jahres entschieden, russisches Erdgas ist böse, Russland ist böse, wir dürfen dieses Gas nicht mehr einsetzen und hat entschieden, dass wir dieses Gas nicht mehr abnehmen. Und damit haben wir auf einen Schlag eine Lücke von 55%, also über die Hälfte dessen, was wir an Erdgas in Deutschland benötigen, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und wäre damit noch nicht genug, in der gesamten EU wurden etwa die dreifache Menge an Erdgas importiert. Und da die gesamte EU sich entschieden hat, Russland zu boykottieren, was die Lieferung von Gas angeht, konkurriert jetzt die gesamte EU um die freien Mengen an LNG und Erdgas auf dem Weltmarkt. Und für den Einkaufspreis des Gases hat das für die Kunden natürlich keine positiven Effekte. Für die, die es anbieten können und verkaufen, sicherlich schon. Ja, wie konnte es so weit kommen? Ich habe hier einen Videoausschnitt von einer Sitzung der BASF, der ganz interessant ist. Diese Hervorhebung möchte ich gerade schon vorlesen. Bis ins Jahr 2024 sind Erdgaskürzungen wahrscheinlich, auch wenn alle Kompensationsmaßnahmen greifen. Heißt, wenn alle Einsparmaßnahmen der Industrie, aber auch der Privathaushalte greifen. Aber hören wir zu, was die Dame sagt. Sie sehen aber, dass wir dann trotzdem Anfang des Jahres 23, im Februar wird das sein, unter diese 50 Terawattstunden rutschen werden, was dann zu einer Allokation des Gases führen wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diese Gasabhängigkeit im Prinzip minimieren. Was aber eigentlich erschreckend ist, wenn Sie gucken auf die schwarze Kurve, diese untere. Das Ziel Deutschlands ist es, 20% einzusparen. Wenn wir das nicht schaffen, sondern nur 15% schaffen, das sind nur 5% weniger, ist gar nicht so eine große Differenz. Sie sehen, diese schwarze Kurve rutscht deutlich unter diese Mindestfüllstände. Dann haben wir ein Problem. Deshalb unsere Aktivität in der BASF, weniger Gas zu brauchen, vielleicht auch für die Verbraucher nochmal das Wachrütteln, dass auch Sie hier beitragen können, den Gasverbrauch in Deutschland auf dem Niveau zu halten, dass wir durch die nächsten beiden Winter sehr gut durchkommen. So, und jetzt stelle ich mal eine Frage. Hat die BASF jemals mehr Gas verbraucht, als sie für ihr wirtschaftliches Handeln benötigt hätte? Antwort: natürlich nicht. Die BASF ist ein Wirtschaftsunternehmen, wo Gas ein Rohstoff ist, einmal zur Energieerzeugung und einmal auch für die Produktion. Und die BASF hat jederzeit nur so viel von diesem Gas abgenommen, wie sie auch tatsächlich gebraucht hat. Bedeutet im Umkehrschluss, jetzt, wo die BASF Gas einsparen muss, muss sie Produktion zurückfahren. Wenn ich Produktion zurückfahre, bedeutet das gleichzeitig, dass ich Arbeitskräfte freisetzen kann, die ich ja dann nicht mehr benötige. Und die andere Frage ist, was daraus für weitere Entscheidungen resultieren.
Denn am Ende des Tages hat die BASF ja das produziert, was der Markt abgenommen hat. Und wenn das jetzt hier in Deutschland nicht mehr geht, weil eben die Energiemengen nicht mehr bereitgestellt würden, die ein Großkonzern wie die BASF braucht, dann wird die BASF Deutschland verlassen. Und das hat sie ja auch schon angekündigt. Und die BASF hat auch gesagt, dass man nach China geht und dass man vor allen Dingen in China jetzt investiert. Und wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, dann stellt man fest, dass auch viele andere Konzerne in andere Länder abwandern. Und man kann es ihnen im Grunde auch nicht verdenken, wenn in diesem Land die Versorgung mit der für das wirtschaftliche Handeln nötigen Energie nicht mehr gewährleistet ist. Und ich habe das an anderer Stelle schon mehrfach betont und es ist so wichtig, deshalb hier nochmal, eine gesicherte Energieversorgung, die noch dazu bezahlbar ist, ist das Fundament für jedes wirtschaftliche Handeln. Und wenn dieses Fundament nicht mehr gegeben ist, dann ist ein wirtschaftliches Handeln nicht mehr gegeben und damit können Unternehmen entweder abwandern, dorthin, wo dieses Fundament funktioniert und trägt, oder sie müssen die Türen schließen. Ja, und unsere liebe Frau von der Leyen hat das Problem auch schon erkannt und prognostiziert. Zudem stehe fest, dass die weltweiten Flüssiggaskapazitäten nächstes Jahr nicht ausreichen werden, um die Lücke zu füllen, und ich ergänze hier, die durch das Embargo gegen Russland eröffnet oder geöffnet wurde. Und ob das 23 nicht geht, das ist sehr, sehr klar. Aber ich befürchte auch, dass es 24 auch noch nicht geht. Und selbst wenn wir vom Volumen her diese Lücke füllen können, steht nicht nur zu befürchten, sondern ich halte das für 100% sicher, dass wir keinesfalls zu einer bezahlbaren Energie zurückkommen. Denn wir sehen ja jetzt schon, was passiert. Nehmen wir als Beispiel den Tankerstau vor der spanischen Küste. Dort stehen über 35 LNG-Tanker in der Pipeline, die darauf warten, in den Hafen zu fahren, um ihr LNG zu entladen. Aber nicht alle diese Tanker wollen ihr LNG entladen, sondern einige warten auch darauf, dass die Preise für das LNG weiter steigen, um dann eben größere Gewinne abschöpfen zu können. Und Fakt ist, die gesamte EU konkurriert zurzeit um die freien Mengen an Erdgas und LNG auf dem Weltmarkt. Und das wissen natürlich alle anbietenden Akteure. Und die nutzen das natürlich weidlich aus. Wir sind abhängig. Wir brauchen diese Rohstoffe. Und das wissen die. Und das war für eine Preisgestaltung noch nie zielführend. Ja, und wenn Deutschland nicht gegensteuert, flieht die Industrie ins Ausland. 97% der Firmen sind durch Kostensteigerungen bei Energie und energieintensiven Vorleistungen betroffen, jeder sechste Betrieb sogar in einer existenzgefährdenden Art und Weise. Ich bin sogar der Meinung, dass viel mehr Betriebe in einer existenzgefährdenden Art und Weise betroffen sind, weil in dem Moment, wo wir hier die höchsten Energiekosten bei mangelnder zuverlässiger Lieferung haben, kann ich nicht mehr planbar produzieren. Wie gesagt, das Fundament ist weg. Und damit ist die Grundlage meines unternehmerischen Handelns weg. Und da die Unternehmen in Deutschland mit allen Anbietern auf dem Weltmarkt konkurrieren, außer in wenigen Ausnahmefällen, wird das der Todesstoß für den Klein- und Mittelstand sein, wenn man jetzt nicht endlich anfängt, gegenzusteuern. Die hohen Preise sind ursächlich. Die Einkaufskosten haben sich 22 im Vergleich zu 21 um 65% erhöht, bei Gas und Strom sogar verdoppelt. Plus 115%. Und ich sage es nochmal, damit ist das Ende noch lange nicht erreicht. Und noch kommt ja der Strom zuverlässig aus der Steckdose. Nach dem Winter wird das anders aussehen, weil dann sind die Gasspeicher leer und dann muss Strom und Gas rationiert werden. Ja, auch ein Klimaökonom warnte, dass der Winter 23/24 eine gefährliche Herausforderung wird, eine größere Herausforderung wird. Die Energiekrise hat Deutschland fest im Griff und das wird auch noch länger so bleiben, warnt ein Potsdamer Klimaökonom. Er sieht die größere Herausforderung im Winter 23/24, dann müsse Deutschland gut 30% Gas einsparen.
Und ich sage nochmal, wie konnte es so weit kommen? In Deutschland wurde kein Gas verplempert. Das Gas wurde für wirtschaftliches Handeln, für wirtschaftliche Produktion und für die Erzeugung von Energie benötigt. Und wenn wir jetzt 30% davon einsparen sollen oder müssen, dann bedeutet das schlicht und ergreifend, dass wir die Produktion in diesem Maßstab runterfahren müssen. Und das bedeutet natürlich, dass sich unser Wirtschaftsstandort in die falsche Richtung entwickelt. Und das bedeutet Abwanderung von großen Unternehmen, Insolvenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und hier ist eine Konjunkturprognose nur für 23. Die ist von der EU-Kommission und hier von der FAZ Grafik. Die war in einer Zeitung abgebildet. Ja, und man sieht es, Deutschland ist Schlusslicht in dieser Prognose, was das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, angeht. Und das ist jetzt nur die Prognose für 23. Und ich prognostiziere, dass es für 24 noch schlimmer aussieht. Denn wir sind in Europa das einzige Land, das sich eine Energiewende weg von zuverlässig produzierenden Kraftwerken mit bezahlbarer Energie hin zu unzuverlässig produzierenden, durch Zufallsstrom produzierenden Kraftwerken mit nicht bezahlbarer Energie wandeln will. Und ja, die große Frage ist ja eh, wie soll das funktionieren? Na, jedes Mal, wenn man sich das anschaut, dann muss man attestieren, wo soll denn der Strom in der Nacht herkommen, wenn Solaranlagen nicht produzieren? Und wo soll der Strom herkommen in windschwachen Zeiten? Denn der ursprüngliche Plan, einen Schattenkraftwerkspark mit Gaskraftwerken aufzubauen, der hat sich ja Ende 21 in Luft aufgelöst, als die Gaspreise explodiert sind, gab es keinen Investor mehr, der Interesse hatte, ein Gaskraftwerk zu bauen. Und hier ist es auch nochmal wichtig zu betrachten, wir haben auf der einen Seite die Politik, die den investitionsfreundlichen Rahmen vorgeben muss, in dem dann private Investoren bereit sind, Kraftwerke zu bauen. Und noch dazu würde das Bauen neuer Kraftwerke mindestens 5 bis 10 Jahre dauern, bis sie dann endlich in Betrieb gehen können. Und wir haben momentan weder die Investoren, die solche Kraftwerke bauen wollen, wir haben aber auch nicht die Energielieferanten, die die Energie liefern würden, damit wir diese Kraftwerke betreiben können. Und vor allen Dingen haben wir keine Energiepolitik, die wieder hier deutsche Quellen aktivieren möchte, sodass wir auch wieder autark werden und unabhängig von Energie oder Energierohstoffimporten. Also nirgendwo ist eine Veränderung in Sicht. Ja, so viel zum Thema Energie. Bleiben wir auch noch beim Thema, was folgt daraus? Wir haben es ja schon häufiger thematisiert. Aus dem Mangel an Energie gibt es zumindest mal Stromrationierungen oder rollierende Stromabschaltungen. Das wäre das geringere Übel, wobei das Übel auch schon groß genug ist und viele Unternehmen in seiner Existenz gefährden wird. Kleiner Hinweis hier am Rande: Ich berate Unternehmen dabei, wie sie sich auf Abschaltungen und rollierende Stromausfälle vorbereiten können, damit sie eben trotzdem weiter überleben können. Und das schlimmste Extrem wäre ja tatsächlich der Blackout. Das wäre die unkontrollierte Abschaltung der Kraftwerke vom Netz aufgrund von einer Störung oder von Dominoeffekten und mehreren Störungen. Und Tatsache ist, die Kommunen sind auf beides nicht wirklich vorbereitet. Mittlerweile hört man zwar in der Presse, immer mehr Kommunen bereiten sich auf den Blackout vor. Aber was tun die Kommunen? Sie kaufen Notstromaggregate, sie kaufen vielleicht noch Satellitentelefone für ihre Sicherheitskräfte und den Verwaltungsapparat, aber sie kaufen keine Lebensmittel. Und ich weiß nicht, wie man mit einem Notstromaggregat im Falle eines Blackouts die Bevölkerung ernähren möchte. Ja, und leider ist es so, dass nach meinem Kenntnisstand es nur Vorbereitungen für den Stromausfall gibt, also für ein lokal begrenztes Ereignis und nicht für den Blackout. Also ein zumindest mal annähernd Deutschland betreffendes Ereignis, wo das gesamte Stromnetz ohne Strom ist. Ja, und das ist halt das Fatale. Wenn ich mit einem Stromausfall plane, dann plane ich natürlich, dass rundherum Hilfskräfte zur Verfügung stehen, die mir helfen können, diese Krise zu bewältigen. Gibt es einen Blackout, sind alle Hilfskräfte auch betroffen und damit steht mir keine externe Hilfskraft, kein externer Tankwagen, kein externes gar nichts zur Verfügung.
Und wenn ich darauf mich nicht vorher vorbereite und das in meine Notfallplanung einbeziehe, dann ist diese Notfallplanung im Eintrittsfalle nichts wert. Worauf mit großer Wahrscheinlichkeit die Kommunen auch nicht vorbereitet sind, sind die wirtschaftlichen Verwerfungen, die durch diese Energiepolitik auf die Kommunen zukommen. Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, die Energiemangellage ist da. Die Energiemangellage wird sich im Februar, März, April nächsten Jahres manifestieren. Dann sind die Gasspeicher leer und dann haben wir dauerhaft zu wenig Gas zur Verfügung, um damit die industrielle Produktion, die Wärmeversorgung und die Stromproduktion jederzeit gewährleisten zu können. Das bedeutet, es muss zu Rationierungen oder zu Einsparungen oder zu beidem kommen. Das bedeutet, dass Industrieunternehmen nicht mehr so arbeiten können, wie sie arbeiten müssen, damit es wirtschaftlich sinnvoll ist. Das wird bedeuten, dass viele Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit einstellen müssen. Gerade der Klein- und Mittelstand, der dann nicht ins Ausland abwandern kann, ist davon massivst betroffen. Und das bedeutet einen massiven Anstieg der Arbeitslosenzahlen, also die Belastung der sozialen Kassen bei einer reduzierten Einnahme der sozialen Kassen. Denn wenn die kleinen und mittelständischen Unternehmen wegbrechen, dann brechen die Einnahmen der Kommunen weg. Die großen Konzerne zahlen hier eh keine Steuern mehr. Und ich befürchte, dass auch dafür die Kommunen keine Notfallpläne haben, respektive dass sie überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was die nächsten 2 Jahre auf sie zukommt. Denn wie eben schon gesagt, diese Krise oder der Durchschlag dieser Krise, der wird zu Beginn nächsten Jahres erst richtig erfolgen. Ja, und ich möchte auch nicht versäumen, wieder den Anstieg der Redispatch-Maßnahmen zu erwähnen, also der Maßnahmen, die erforderlich sind, unser Stromnetz stabil zu halten. Im letzten Jahr waren es 8.635. Im Jahr 2000 waren es fast gar keine. Und Stand gestern sind wir bei 11.131, Mitte November 2022. Und auch hier wieder der Hinweis: Bei diesem Anstieg an notwendigen Eingriffen kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis es nicht mehr gut geht und nicht mehr ausreicht. Ja, und was mir wirklich Sorgen bereitet und was für mich auch zu großem Unverständnis führt, alle reden über Energiesparen, die Abschaltung von Kraftwerken, den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber niemand redet über einen neuen Kurs in der Energiepolitik oder zumindest eine Korrektur des vorhandenen Kurses. Wir haben ja im Grunde die Situation, und das ist einfach bewiesen dadurch, dass die Gaskrise bereits im September 21 begann und nicht im April 22, als es den Ukraine-Konflikt gab. Wir haben einen Gasmangel seit dem September 21. Das bedeutet, wir haben eine beginnende Energiekrise, ohne dass wir ein Russland-Embargo hatten. Und das bedeutet, dass die Energiepolitik uns dahin geführt hat, dass wir diese Krise haben. Und obwohl das so ist, findet keine Korrektur dieser Politik statt. Und das macht mir extreme Angst. Ja, damit bin ich am Ende dieses Vortrages. Da bin ich am Ende dieses Blackout Reports. Mir war es einfach nur mal wichtig, den Fokus auf ein paar Punkte hier zu lenken, damit sowohl Sie im Privathaushalt, aber auch als Sie als klein- und mittelständischer Unternehmer einfach nochmal sehen, wo Sie hinschauen müssen, um sich für die nächsten Jahre richtig positionieren zu können. Alles das, was wir hier jetzt in Deutschland gerade sehen, ist meiner Meinung nach zum großen Teil der aktuellen Energiepolitik geschuldet und kann nur dadurch behoben werden, dass sich die Energiepolitik grundlegend ändert oder zumindest korrigiert wird. Und ich stelle mir noch eine Frage, nämlich die, warum passiert da gerade nichts? Warum hat man Ende 21 die drei Kernkraftwerke abgeschaltet? Warum hat man nicht zeitnah, als man sah, dass man mit Erneuerbaren alleine ein Land nicht zuverlässig mit Energie betreiben kann, zumindest mal für die damals noch 6 Kernkraftwerke, die am Netz waren,
neue Brennstäbe geordert? Warum hat man so lange gezögert, bis man überhaupt noch eine Entscheidung getroffen hat mit dem Weiterbetrieb der letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke? Und warum werden die Mitte April 23 auch abgeschaltet, obwohl wir mitten in der größten Energiekrise nach dem Zweiten Weltkrieg sind? Warum passiert das alles hier gerade? Ich weiß es nicht. Damit bin ich am Ende dieser Sendung, hätte ich fast gesagt. Ich danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben. Bitte, bitte verteilen Sie dieses Video an möglichst viele Menschen. Denn nur wer weiß, was da auf uns zukommt, der kann sich vorbereiten. Bitte abonnieren Sie auch meinen Kanal, wenn Sie noch kein Abonnent sind. Empfehlen Sie mich weiter. Ich möchte auch verweisen auf die weiteren Infos in der Videobeschreibung. Da finden Sie einen Link zur minimalen Einkaufsliste Blackout-Vorsorge. Da finden Sie einen Link zu meinen kostenlosen Webinaren auf meiner Internetseite blackout-vorsorge-beratung.de. Und wie gesagt, ich berate kleine und mittelständische Unternehmen für die auf uns nun zukommenden Strommangellagen, die Stromabschaltungen und die Stromrationierungen bis hin zur Blackout-Vorsorge. Ja, würde mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren für weitere Dinge. Sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnischke.